Einen alten Mönch mit dir habt, der war über 200 Jahre alt. Ja, genau. Als Leiche oder was? Naja, der war, das ist es eben. Der war so eingenäht in so einen Sarg. War eigentlich schon tot, aber Terz fing wohl noch angeblich. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor hier. Ich begrüße euch zu einer weiteren oder zu zwei Runden Hand Showdown mit Carsten und Pascal. Es wurde wieder gemeckert und gemotzt, gelacht, interessante Themen bequatscht und ja, Kills wurden auch gemacht. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Würde ich mich riesig freuen. Und ja, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüssi. So, hast du mir eine Spritze mitgebracht? Für dich? Ja. Nee. Ja. Ich würde sagen, wir gehen direkt drüber, ne? Welche geschossen, ne? Ja. Alles, was tot ist, kann uns nicht später nerven. Ach so, du meinst direkt zum Gegner jetzt rüber. Ja, genau. Mhm. Zwar hören die, haben die mich jetzt gehört, aber der Clou ist da aus, der Spawn, der war da. Da sind sie auch. Oder hat einer von euch einen Emerald aufgeschreckt? Einen gepanzerten? Pass auf, da ist es der Clou. Ja, da habe ich was gesehen. Ja, da sind sie auch. Die haben uns gesehen. Hinter den Kisten hier. Eine Frau. Was ist los bei dir, eins? Hä? Ich hitte den? Hä, was ist denn da los, Alter? Hä, das kann doch gar nicht sein. Hatte der dich vorne, King, oder du? Ich? Und dann habe ich immer einen noch mit... Hä, der hat überhaupt kein Treffer gekriegt, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich höre nichts. Ammo mehr. Boah, ey. Willst du mich verarschen? Da kriegst du überhaupt den Schaden. Muss gleich ein bisschen leiser sein. Du warst sehr laut. Ich hab dir nicht gehört. Sorry, aber hast du das gesehen? Also von mir. Ja, seid mal still, bitte. Auch jetzt hier sind nämlich welche bei mir. Heil dich, Junge. Geht zu spät. Nicht. Zu spät. Hä? Ja, du warst ein Balken, alles hätte dich getötet. Mhm. Nee, aber eine Fliege. Ich hab eher abgedrückt als er und. Ja, vielleicht ist er auch gestorben, keine Ahnung. Eine Fliege auf deiner Schulter hätte dich umgebracht. Pups, die haben sie gestern gesagt, ne? Matthias. Ja. Die haben schon ihr halbes Leben um. Was? Mit 56. Wer hat die Hälfte unseres Lebens haben wir jetzt um. Ey. Wie alt werdet ihr denn? 110 oder was? 112. Ja. Boah, Juppie, heißt das, Junge. Das ist also schon 106 geworden, ne? Ne, war dann nicht. Oh, 111? Nee. Der 110? Älteste Mann war dann nicht mal 136 oder so? Echt, ja? Oder 124 oder so? Boah, krass. Ich hatte mal was gelesen von, gibt ja auch so diese Mönche hier, Hindu-Mönche oder weiß ich, was das für welche sind. Ja, was sind wir denn überhaupt? Und die haben einen alten Mönch mit dir gehabt, der war über 200 Jahre alt. Ja, genau. Als Leiche oder was? Naja, der war, das ist es eben, der war so eingenäht in so einen Sarg. War eigentlich schon tot, aber Terz fing wohl noch angeblich. Oh mein Gott. Oh Mann. Da haben sie aus dem. Ja, klar. Naja, also hier steht was von 145 Jahre ist der älteste Mensch. Kommt der aus Georgien oder Kaukasus oder so? Irgendwas ist so asiatisches. Ey, hier sind Kerzen drin, Alter. Was ist das geil? Ja, das ist das Geschenk, halt. Wie damals mit dem Kürbis. Das sieht schön aus. Ja, da muss wahrscheinlich schon
nur rumgesessen haben, schön so sich so die Eier geschaukelt. Eigentlich ist das ja, wenn du nichts tust, ja am schlechtesten für dein Körper. Ja, ich weiß. Vielleicht hat er ein bisschen Sport gemacht. Naja, gut, es gibt ja so Orte in Korea und in Japan. Ja, das sind ja, die Gene halt. Da halt, ne? Weil die eben auch in bestimmte japanische Wesen. Ach so, die haben wahrscheinlich das richtige Luftgemisch. Naja, irgendwas ist da halt. Das macht wohl viel aus. Also irgendwas von der Umgebung her. Ja, ist da nicht positiv zu werten. Aha. Ey, ihr Raben, habt doch Latte, Alter. Das kann doch ja nicht sein. Ihr habt doch Latte. Die können ja nicht. Können die überhaupt Latte haben? Ah, ich glaub nicht. Da ist das Paket. Wo? Ah! Scheiße. Ey, geil, wie ihr es gesehen habt. Hier mit euren Paketen. Weißt du, ich hab ein Auge für sowas. Zwei Punkte, Alter. Was für ein Scheiß. Nein, das ist immer nur zwei. Deswegen, das ist so ätzend. Ach so? Du musst über 1000 Punkte haben, um da dann irgendwann das alles zu bekommen. 1000, genau. Dann kannst du ja ausrechnen. Ich hab, ja, wenn du mit Twitch guckst, dann geht das eigentlich am Start. Also ich hab 450 fast. Echt? Ja, ich guck ja auch schon seit 3 Tagen Twitch. So, echt nicht. Ja, kriegst du 100 Punkte am Tag, wenn du 5 Stunden guckst. Ach. Ich weiß nicht. Das ist mir die Zeit zu schade. Also, ich sag mal, ja, das ist ja nebenbei Lauf. Ist ja auch. Es ist ja jetzt nicht so was Tolles dabei, muss ich sagen. Mhm. Habe ich schon schönere Skins gesehen. Und wieder am Ruckeln. Also, ich werde wirklich mal das Spiel deinstallieren und neu raufziehen. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Leckt so. Oder mal den PC defragmentieren. Sag mal, defragmentiert ihr eure Rechner eigentlich? Nö, macht ihr das ab und zu? Macht Windows eigentlich von sich aus, glaube ich. Ist das so? Ist das neuerdings so? Ich glaube schon. Oh. Also ich wollte letztens bei meinem Sohn defragmentieren und es war eigentlich bis auf 2% so nicht defragmentiert. Defragmentiert und da hat der Windows mir gesagt, das macht er selber da von sich aus. Okay. Ich kann mich erinnern, weil ich früher musste das anstoßen. Ja, dann musstest du es immer selber machen. Ja gut, unter Linux brauchst du es ja gar nicht machen. Aber. So, Leben. Leben? Jäger? Heißt das auf Deutsch? Nein, ich brauche einfach nur Leben. Ach so. Energie. Ich dachte so, du meinst hier das Leben in der Blut oder sowas. Reben? Alter. Rebe. Rebe ist Reben. Stimmt, Rebe. Was? Auch. Weben? Was? Weben? Leben? Weben? Geben? Kleben. Schweben. Heben. Eine Fresse. Wollen wir überhaupt alles fahren? Ja, macht was ihr wollt. Ich renne ja plötzlich nicht irgendwo hin und her. Ich weiß. Hier, ich habe noch so ein scheiß Paket. Ja, sehr schön. Ja. Dann weiß ich jetzt, dass Carsten vor mir rennt. 2 Punkte. 6 Raten. Wer ist denn immer eins? Also, ist das. Ich suche immer noch Leben. Reben. Schweben. Kleben. Schweben? Heben. Nee. Was? Geben? Nein, geben, genau. Du willst es uns geben. Ich stecke fertige Bälle ab. Aus Themen. Aus Themen. Leben aus Themen. Ach ja. Oder kommst du aus Seben? Ach, genau. Spielt euch gegenseitig alle am Pillemann von mir aus. Würde ich ja gerne, wir sind so weit auseinander. Ich würde auch gerne, aber gendermäßig geht das mal nicht bei mir. Du hast keinen Pimmel. Gendermäßig. Du bist eine Frau gefangen im Körper eines Mannes. Genau. Du bist selber nicht. Ein Pimmelleugner. Du hast
keinen Pimmel. Laut Definition. Silberter. Nee, ist ja okay, dass sie die auch schützen und so, aber ich finde das ja schon übertrieben. Alles. Ja, soll doch von mir aus jeder machen, was er will, aber das so... Was so, denn? Von was redet ihr jetzt auf einmal? Dass sie das immer so hochpushen und du bist was Besonderes und so. Das hört... Ja, warte, das hört sich nach der Chaosbombe an. Nee, das waren welche. Ja, aber nicht der genau. Ah. Hier sind Zombies, Akro. Da ist Zombie. Da hat einer geschlagen. Scheiße. Oh, den blöden Balken, ey. Mann, ich werde doch wohl die Nummer 6 treffen hier. Starte. Einer oben, einer. Oben ist einer drin. Kommt einer mit rein? Ja, wenn ich hier hinkommen würde, schon. Wartet. Wach auf, warte. Ich hab Schrotflinte. Ich bin unterwegs. Was macht der Fette hier? Der ist rausgesprungen oder sowas. Ehrlich? Ja, also ist nicht mehr da. Oh. Wo war? Der denn hier? Ich weiß es nicht. Auf dem Dach bei mir. Ha! Mann! Ich hab daneben gestochen, Alter! Diese Drecksau. Unten ist einer, kommt rein. Bei mir. Ich komm nicht auf das scheiß Dach. Pass auf, Bombe! Die blöde Kuh hat mir Balken abgebrannt. Wo ist das Miststück? Da ist meine Waffe, die ist unten drin. Links ist auch einer auf 15. Oh. Ja, fick dich doch in der Hände, ey. Was hat denn der dich erwischt? Ja, Windfield. Gibt's aber nicht. Guck mal, der hat privat auch irgendwie. Der hat hier ein richtiger Dings. Meiner jedenfalls. Der mich gekillt hat. Oh. Der Details alles versteckt. Sind wir alle tot? Nein, Matthias lebt noch. Einer wurde, glaube ich, wiederbelebt oder geheilt. Der scheint oben zu sein. Da wurden die wiederbelebt. Mist. Wie sind da hochgekommen? Leiter. Auf dem Dach. Pass auf, da ist noch einer. Ich würde dich voll heilen. Ja. Da läuft einer unter dir oder über dir. Eins von beiden. Wiederbelebt, wenn du kannst. Wurde wiederbelebt. Mal wieder. Ne, ein anderer oben. Der ist über uns. Der ist genau über uns. Oh, ey, ich könnte kotzen, ey. Zwei Stück oben. Hast du was zum Löschen? Nee, mit dem nicht. Oh, schön. Das Team. Hi. Der will wiederbeleben, diese Drecksau, ey. Der lädt nach, der lädt nach. Da ist unten. Also ich kann dir nicht helfen, ich habe nur noch 50 Leben. Mit deinen 50 Leben kannst du nicht aufgeben. Hab du. Super.
Oh. Hier ist ein Team drin, hier ist noch einer drin. Scheiße. Von hinter uns kommen auch welche. Muss mich heilen. Ja. Sehr gut. Das ist das Bounty Team. Das ist hier. Oh, einer ist da hinten, eine roten Hütte, einer ist bei uns drin. Schade, aber. Nein! Oh, Mist. Ist er drin? Ja, mhm. An der Treppe war er. Ach du Scheiße. Weißt du was? Was war das? Ey. Was war denn das? Die Hitbox dieses Scheißgerätes war größer als angegeben. Mein Gott, angezeigt. Oh, so ein Drecksding. Mein Gott, ja. Oh. Naja, ist aber hast schlimm. Du dich jetzt selber weggesprengt? Ich bin viermal gestorben. Boah, bist du jetzt durch deine eigene Bombe? Drauf gegangen oder was? Ja. Achso? Ja. Weil die kamen in die Bude zurückgeflogen, weil die wegen dem scheiß Grammophon oder was? Ja. Ach du Scheiße. Ist dagegen so abgeprallt. Ey. Mal gucken, 5 Kills haben wir. Geil. Ja, da hast du doch diesmal aufgeräumt. Na, du auch mit. 2 Leute habe ich. War doch wenigstens ein schöner Rang, spannend.